Yo Leute und herzlich willkommen auf die Players Hub Channel. Ich bin euer Silphi und das ist die letzte Aufnahme in dieser Season, weil sie ab morgen enden wird. Ja, schon mal, das ist der siebte. Und womit könnte ich es besser beenden als mit einem Yasuo-Gameplay? Ich spiele auch gerade eine neue Runenseite aus, auf die ich gerade irgendwie Bock hatte. Ich habe Attack Speed Rot, Scaling Leben Gelb, Attack Speed in Blau mit, ich glaube, dreimal Magieresi, wenn ich mich nicht irre. Und zwei Attack Speed Quints und eine Eliquint. Das ist die offensivste Runenseite, die man so gesehen mitnehmen kann. Oh, ja. Ich scheiße komplett auf Tankiness. Und als ich dann gesehen habe, dass ich gegen Riven spiele, ist das ein Moment, den ich ein bisschen sehr bereue, weil drei Magieresi, meine Freunde, die wird mich natürlich super tanky machen gegen Echo und auch gegen Kassadin, ne? Jetzt können sie mich nicht mehr one-shotten. Von daher muss ich sehr hart aufpassen an den Inkface. Das wird echt todesbehindert. Also ich muss echt sagen, ne? Selbst wenn ich eine normale Runenseite hätte jetzt hier in dem Matchup, die würde mir so hart aufs Maul hauen. Achso, das ist das Ding, was leuchtet. Wisst ihr, was mich an diesem Yasuo-Skin stört? Wenn man sich verwandelt, wenn man sich recallt, verwandelt man sich ja, ne? So, tschup. Und es wäre cool, wenn man so rumlaufen könnte. So wie der Ezreal-Skin. Oh, warte mal, nicht, dass ich das hier wieder verkacke. Das lässt sich ja schon getan. Oh, einen Moment noch. Zack, jetzt packen wir ihn auch noch rüber. Oh, jetzt hat es nur von der einen Seite auf die andere Seite rübergefallen. Null. Jetzt hätte ich das auch noch mal ein Bildchen, damit ich mein wunderschönes Gesicht hier verdeckt. Nee, so der Ezreal-Skin, der Legendary Ezreal-Skin, der verwandelt sich ja über Zeit. Das heißt, je länger das Game geht, desto cooler sieht er dann halt auch aus. Der Yasuo-Skin bräuchte das ja eigentlich auch. Na, das heißt, je länger das Game geht, desto mehr Dämonenformartiger wird er, was einfach. Das sieht einfach super sick aus. Geil, ey. Double Kill. Okay, sie bekommt mich hier Level Up. Müssen wir eben einmal aufpassen. Ich kann da nicht vorlaufen, aber ich sehe auch was jetzt. Ich habe eine Eve im Jungle. Digga, chill dein Leben. Holy shit, man, so die Riven-Spieler haben irgendwie immer ihre Tage, ne? Wenn man einmal zu weit vorgeht, oh, direkt traden. Direkt getriggert. Null. Oh. Okay, nice. Ich bin nur 3 CS behind, das ist in Ordnung für mich. Ich versuche erstmal ein bisschen super safe runterzuspielen. Oh, warte mal, die Eve kommt ja. Und das hätte ich nicht machen sollen. Ha, JK, normal hätte ich das machen sollen. JK, Boys. Ich hätte sie nicht annehmen sollen. Ich hätte warten, ich hätte auf den Minion gehen sollen. Um dann somit auf sie zu gap-closen. Also jetzt in ihrer Nähe. Und danach ein EQ auf sie drauf zu machen. Weil so treffe ich meine EQ einfach viel safer. Aber in dem Fall hier hat Eve ja schon bereits ihren Dingens benutzt. Ihren Charm. Warte, wir haben den und den. Jungle Echo. Okay, vielleicht soll ich doch noch einen Punkt in die W mit reinnehmen. Oh. Da ist er auch schon. Holy shit. Was macht der denn hier? Ich meine, ich habe nicht auf die Map geachtet, das muss ich auch sagen. Aber im Normalfall hätte er Toplane starten sollen. Und sich danach. Oder nein, hätte er? Aber wahrscheinlich wollte er einfach nur eine Nische von Botlane haben. Was auch sein kann. Okay, wir starten mal mit Tabis. Moment mal, actually, die Pink Ward hau ich weg. Die lohnt sich für mich eh nicht. Ich kann sie gar nicht contesten. Ich hätte wahrscheinlich einfach weggehen sollen. Okay, ich denke mal, Riven ist in der Base, oder? Lol, die gibt mir den. Schau mal, bekomme ich einen Freeze, Boys. Sagen wir mal nicht nein zu. Oh, okay, oder auch nicht. Wahrscheinlich Krabbe gemacht oder gewardet. Nice, wir haben die Return Damage nochmal drauf bekommen. Oh, ich hätte die Potion kaufen sollen! Oh, ich Affe! Oh mein Gott, Leute, ich habe meine typische Refillable Potion nicht. Ihr wisst genau, ne? Eine Welt ohne Refillable Potion ist keine, in der es wert ist zu leben. Oh, das macht mich gerade traurig.
Lol. Denkt sie, sie freest das jetzt? Slow push doch jetzt in meine Richtung. Oh, aber ich sollte es trotzdem pushen. Ich will vor ihr das 6 haben. Oh, das wird, glaube ich, gleich in einem Fight enden. Ne, an dem Q halte ich jetzt hier erstmal fest, weil ich mit dem ein bisschen Kontrolle habe. Warte, ich warte lieber nochmal. Oh, sie geht in die Base. Okay. Das heißt wohl, sie respektiert meine Autorität. Perfekt, Leute. Wir haben 10er CS-Lead. Wir denyen ihr jetzt ja auch nochmal die Wave. Das nehmen wir alles gerne an. Ja, doch, Tabis sind gut hier. Tabis sind sehr, sehr, sehr gut hier. Ah, ich kann mir keinen Crit kaufen. Egal, machen wir das nochmal so. Ich denke mal, wenn sich Death Dance zuerst holen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt gut ist oder ob es schlecht ist für mich. Auf jeden Fall weiß ich, dass das Matchup nicht gut ist für mich. Oha, bei dem Echo läuft. Echo, ich habe ja ein paar Games Echo Jungle gesehen, ne? Das ist irgendwie. Er hat ein gutes Midgame, aber danach fällt er ziemlich hart ab. Im Jungle zumindest. Ich weiß jetzt nicht, ob das. Ob das jetzt vielleicht nur an den Echo-Spielern lag oder ob das echt generell für Echo so ist. Aber war interessant. Aber gefühlt kann er gegen die ganzen Early Game Jungle echt wenig machen. Zumindest von dem, was ich gesehen habe bis jetzt. Nice. Boah. Habe ich da noch Vision? Lol, ich glaube, er hat versucht raus zu sidesteppen. Weil ich habe da bestimmt keine Ward reingestellt. Holy shit, was ist denn das für ein Delay? Okay, ich glaube, sie hat. Lol, ich habe das Kennenmini nicht bekommen. Ich glaube, sie hat nicht mal ein Tipi. Dürfte sie, glaube ich, auch nicht haben. Echo pusht das hier eh aus. Und da passt mir das. Ich kann mir jetzt nochmal einen Crit-Handschuh kaufen. Plus meine Potion. Leute, ohne Witz, Refillable Potion ist das beste Item. Okay, was heißt das beste Item? Ist der beste Pot im ganzen Spiel. Weil meistens, wenn ihr in die Base geht und euch 3 Pots kauft, macht ihr schon mal irgendwas falsch. Also im Normalfall braucht ihr halt keine 3 Pots, ne? Und ihr benutzt das Ding halt todesoft. Okay, er holt sich. Warte, warte mal, hä? Daraus baut man kein Black Cleaver mehr, oder? Warte, doch. Warte mal, macht man das nicht aus Phage? Black Cleaver ist doch aus Phage. Okay. Vielleicht hat er sich verkauft? Also, nicht verkauft, ne? So wie, er hat etwas wieder zurückgegeben, sondern er hat sich was Falsches gekauft. Ich muss echt sagen, Leute, dieses Rumgejuke mit Yasuo fühlt sich immer so gut an. Das haben wir eine Windwall zu etwas spät. Ich kann die Windwall aber auch gegen Riven nutzen. Da kann ich ihre Ulti da, kann ich Windwallen. Also den Slash davon. Natürlich, wenn man in Midi-Range ist, natürlich etwas schwieriger. Aber es ist möglich. Mal kurz hier unseren Dingens hochstecken. Wait, what? Lol, Riven ist bot! Okay, ich hab mich auf die Map geachtet. Unlucky Boys, aber sie bekommt nichts raus. Glaube ich zumindest. Hat sie was bekommen? Ein Assist. Nee, warte, den Assist hatte sie aber eh, weil ich gestorben bin. Holy shit, Leute, 4-0 Echo. Okay, die Tower bekomme ich nicht. Ich hab leider zu wenig Minions dafür. Ich kann hier ziemlich gut chunken. Nein, sie haben Clown-Drache! Was soll ich nur tun? Ich gehe jetzt aber wieder in die Base. Ich habe um einiges mehr an Gold als sie. Weil sie ja weg war und nichts bekommen hat. Und gerade der Seal tut mir halt ziemlich gut, das hier so. Wo wir auch dabei sind, ne?
ich weiß nicht, bei welchem Video das war, es war ein bisschen her. Da hat mal einer gefragt, Silvi, warum holt sich keiner Static Shift auf Yasuo? Ich meine, er kann doch critten. Das heißt, der Static Shift macht doch mehr Damage, ne? Der Grund dafür ist ganz einfach. Yasuo ist sehr squishy, das heißt, durch den PD könnt ihr euch ein bisschen Tankiness reinholen, ne? Ist ziemlich nice. Ich glaube, er gibt auch mehr Attack Speed, er gibt auch 10% mehr Attack Speed als der Static Shift. Das Wichtige ist aber, mit Static Shift tötet ihr die ganze Minion Wave. Und wenn ihr die Minions tötet als Yasuo, könnt ihr nicht mehr hin und her dashen. Was halt euch eher zum Nachteil fällt. Deswegen holen sich die Yasuo-Spieler immer Dingens, ein PD. Ich habe das Gefühl, dass ich gleich... Ah, ne, mein Echo ist nicht hier. Holy shit, man, der macht ja, worauf er Bock hat. Der gönnt sich komplett, der Bro. So, mal gucken. Ich möchte sie eigentlich gerne fighten. Bin ich stärker? Keine Ahnung, finden wir es heraus. Okay, nice. Das passt auch. Weil jetzt haben wir sie hier erstmal aus der Mini-Wave rausgezoomt. Nice. Das Ding ist halt, wenn sie diesen Weg nimmt, muss sie sich halt mein Damage geben, ne? Oder sie fightet mich als Trader, was man halt natürlich auch machen kann. Oder sie geht ganz außen rum und ich fist ihren Tower weg. Warte mal, oder? Ne, es ist zu spät. Schade, das Candemini hätte ich noch hinein sollen. Ich muss mal kurz aufpassen. Ich habe echt Angst vor dem Echo. Der tut mir richtig weh. Und wenn ich es nicht schaffe, seine Q, na, ich wollte schon Frisbee sagen, zu Windwall, dann bin ich RIP. Dann one-shottet er mich komplett. Eigentlich würde ich gerne in die Mitte gehen. Glaube ich. Ja, glaube ich. Okay. Ah, ich kann noch ein bisschen Gold warten. Na, ich mein BF zusammen. Das ist schon mal legit, Leute. Ich komme hier sehr gut aus der Lane raus. Ich bin ahead. Ganz gut. Ich habe mein PD fertig. Das ist immer mein größtes Problem mit Yasuo, ne? Wie geht's danach weiter? Natürlich möchte ich ja eigentlich auf die Sideline gehen. Oder ich möchte ein Cover von meinem Jungler haben. Auf die Sideline zu gehen ist jetzt ein bisschen blöd, ne? Weil Botlane noch da ist und ich kann nicht gegen zwei Lane. Zumindest ist nicht, wenn ihr Silvi heißt auf Yasuo. Und hier, warte mal. Eve, can you cover top? We can win 2v2. Ich brauche jetzt halt Eve, ne? Natürlich, Leute. Ich kann hier halt alleine pushen. Aber wenn dann der Echo einmal kommt. Oder auch der Kassadin vielleicht sogar mal sein Teleport. Alter, er hat nicht mal Teleport. LOL. Sind die Insta-Gib? Oh, oh. Soll Nami beim Gebüsch? Ah! Ich bin Faker, ich bin Faker. Ah, sexy. Sexy! Holy shit, ich habe sogar noch Ulti, fällt mir gerade auf. Wer ist dieser Yasuo? Oh! Nice, Mit der Windwall erstmal komplett abgefuckt. Ah, hätte ich jetzt noch die Lantern genommen, ne? Ich glaube, da hätte ich Caitlyn auch richtig abgefuckt. Ich habe mir ja schon ziemlich viele Minions genommen. Okay, ich dachte nicht, dass er kommen wird mit dem Mana.
glaube sogar, wenn ich das ein bisschen richtiger gespielt hätte, so ein bisschen mit dem Durchdashen, Distanz aufbauen und so, hätte ich ihn, glaube ich, umgebracht. Da hätte ich ihn wahrscheinlich sogar echt umgebracht. Oh, will mir mein Team Infinity schenken? Bitte. Bitte, 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 bitte. Was ist denn das für ein Argument? Okay, Boys, ich bin jetzt super strong. Der Cassidy beschwert sich, dass er Zed ihn umgebracht hat. Ey, Leute, das hier ist eine Anti-AP-Assassin. Das ist ein Anti-AP-Mage. Gegen eine AD-Assassin. Das ist genau wie derselbe Bullshit wie mit Galio. Boah, okay, nein. Wobei Galio echt OP ist. Wo ist denn Riven hin? Hallo, Riven? Ah, die ist Bot. Okay. Könnt ihr bitte aufhören, meine Riven zu feeden? Please, Team, hallo? Okay, nice. Ist der Echo noch am Leben? Okay, der lebt immer noch. Dem muss ich aufpassen. Der tut so weh. Aber okay, sofern ich ihn erstmal von meinem Team fernhalte, ist das auch noch in Ordnung. Ich glaube, ich mache sogar Herald. Oder? Nein, ich push Mitte, ich push Mitte, ich push Mitte. Ich push nicht Mitte. Doch, ich push Mitte. Wobei, was heißt, ich push Mitte? Ich gehe erstmal durch die Mitte durch. Ich kann mir auch denken, dass der Echo vielleicht sogar wahrscheinlich runterkommen wird. Komm, Vayne. Oh, oder Cassidy? Kommen die jetzt noch her oder nicht? Hallo? Team? Team, please? Ihr Wichser. Sexy. Okay, sie ist nach oben hingegangen. Die Entscheidung hier Mitte zu pushen war eigentlich relativ einfach, weil ich hatte den Echo ja bereits oben. Das heißt, er müsste meinen Moves immer folgen. Und wenn ich Mitte pushe, habe ich immer noch die Möglichkeit, zum Herald zu gehen, weil der Echo danach eh die Mitte auspushen muss. Oder Dinge zu machen. Oder ich hätte Richtung den Botman-Fight gehen können. Okay, den hier nehme ich mir aber mit. Das ist eigentlich ziemlich gechillt, ne? Immer wenn er da seinen Slap macht, kann ich wieder durch ihn durchdashen. Okay. Let me go bot. So, jetzt kommt hier der Frozen Mallet. Okay, ich tiefe mich noch, ne? Habe ich meine Potion? Ah, stimmt, ich hab meine Potion verkauft. Leute, sich die neu zu kaufen, kann man auch immer machen. Diese Potion ist einfach unglaublich gut. Legit, die lassen mich allein. Oh, ich bin tot, oder? Ich fake mal, dass ich abhaue. Oh, oh. Okay, nice. Oh, das hier könnte jetzt lecker sein. Welchen Weg... Oh, okay, sie geht hier hinten. Ich bin schneller als sie. Boah! Boah! Er hat mega kein Interesse. Ah, das ist blöd, Leute. Mein Herald hat hier nicht so ganz den Impact, wie ich es gerne gehabt hätte. Ich dachte, ich habe sie jetzt hier im 1 gegen 1.
Nice. Hey, mein Licht! Okay, na, hier, Leute, hier war wieder ganz wichtig, dass wir die Minions erstmal ausnutzen zum Herumdashen. Oh oh. Oh oh, er hat Hourglass. Ah, ich hätte mir denken können, dass er Hourglass hat. Mist, aber okay, wir haben dafür auch nochmal einen Catch gemacht. Das ist in Ordnung. Echo, no F. Im Endeffekt habe ich den Tower nicht bekommen. Aber ich habe andere Sachen bekommen. Warte, irgendwas wollte ich noch sagen. Ah, genau, ne? Wenn ihr ja so spielt, ist immer wichtig, dass ihr nicht direkt auf den Gegner springt, sondern erstmal um das, was alles um ihn drumherum ist. Weil ihr dann am Ende, gerade wenn ihr so eine EQ machen wollt, mit einem Lockup, halt straight up auf den Gegner draufspringen könnt. Ich frage mich gerade, lohnt sich Sterax? Hat ihr so eine gute Base-ID? Go, Caitlyn. Go, Caitlyn. Ey, die hat der Papierschaden. Holy shit, die hat der fucking Papierschaden. Oh lol, der ist fucking legendary. Jetzt wünsche ich gerne, ich hätte. Jetzt wünsche ich mir echt, ich hätte Dingens. Wie heißt das? Mox. Können wir die nicht nehmen? Naja, sie ist nicht unsichtbar. Naja, den bekomme ich nicht. Eigentlich wäre meine Ulti für Kassel. Wobei, ich ulti den Kassel, liebe Leute. Ja, so Ulti hat eh keinen hohen Cooldown. Das ist eine Sache. Also hat keinen hohen Cooldown. Oh, ich bin tot, oder? Und die andere Sache ist halt, es ist Kassalin. Da möchte ich jetzt nicht unbedingt ein Risiko eingehen. Nochmal die W hinter mich gesetzt. Weil nicht, dass dann seine Q zurückkommt, er noch einen Auto-Attack auf mich macht und dann Storm Raiders procken und wegläuft. Von daher, und es sieht auch stylisch aus. Dürfen niemals den Style dabei vergessen. Ja, wenn ich 2-6 wäre, wäre das Game auch langweilig. Dann wäre ich nur auf Sidelane am Farm und nicht hier so ein bisschen am Fighten Meiten. Ich habe einen Item mehr als sie. Ich bin bei sowas aber echt. Ich bin legit ein kleiner Schisser. Das muss ich echt sagen. Gegen sowas wie Riven bin ich legit ein kleiner Schisser. Die ist nicht alleine. Die ist niemals fucking alleine. Die weiß eigentlich genau, dass ich stärker bin als sie. Oder weiß sie das? Ich weiß auch, dass ich stärker bin als sie. Aber ich hab Angst davor, dass ich skilltechnisch nicht umsetzen kann. Lol. Nein, Leute, Nash! Nash! Ah! Ich glaube, ich hätte sie nochmal ab und an beim Rumdashen nochmal auto-attacken sollen. Fucking Echo! Ich glaube, nachdem ich Ulti gemacht hätte, hätte ich sie noch bekommen. Ich mag den nicht. Ich mag den nicht. Ich möchte mal ein 1 gegen 1 haben. Eigentlich ist Eve voll gut im Objective-Stealen. Sie kann W auf den Drachen machen und ihn danach mit E richtig totbursten. Weil sie mit Lich Bane proc den passt den prozentualen Schaden ihres. Wie wartet sie noch? Das ist jetzt interessant. Wisst ihr was, Leute? Der Jumbo ist noch ein BF-Rein für die BT. Yo. Thresh. We Nash. Two men. Das gönnen wir uns, Leute. Das war mein Handy, nicht wundern. Weil er sollte tanken. Nash reduziert nämlich den Damage von der Person, die ihn tankt, um 50%.
Nice. Nice. Okay, jetzt möchte ich mein 1 gegen 1 haben. Let me split bots. I want my... Die scheuer ich jetzt aus dem Leben. Bist du behindert? My champ is a good side laner. Use your brain. Was ist denn das für ein Argument? Natürlich, es liegt ein 5 gegen 5 Spiel. Ist ja klar. Ah, trotzdem wollt ihr als... Ich kann hier wieder nichts machen. Ja, normal kommt der Echo sofort nach unten. Ja, Boys, ihr müsst ja einmal aufpassen. Keine Ahnung, Eve müsste jetzt eigentlich auch mal langsam mit ihr gehen. Oh, Riven ist da, okay. Safe call, ich werde hier gleich gegangbang. Oder? Gangbang? Gangbang? Kein Gangbang. Ich mag kein Gangbang. Okay, Echo ist nicht mal hier. Wait, what? Hol doch einfach den Tower. Hä? Oh, los, sie ist gestorben! Der hat schon so, hä? Wann kommt die denn nicht raus? Ich will so ulten. Nope, die habe ich totgekrittet. Your team has destroyed an inhibitor. Okay. Ich habe hier von der Riven losgelassen. Weil ich eigentlich wusste, dass mein Team sie umbringen wird, wenn sie es überlebt. Sodass ich mich nochmal direkt in den Echo snacken kann. Oh! Prediction, Leute. Das ist immer so blöd an die Azur, ne? Wenn ihr ein AD Carry seid, wenn er seine Windwall hinstellt, müsst ihr entweder in ihn reingehen, wodurch er euch dann bearbeitet, und wenn ihr dann zu nah rankommt, dasht er einfach durch euch durch und ist dann wieder auf der anderen Seite der Wand, so, ne? Keine Ahnung, das ist super behindert. Shutdown Desu. Okay, ich hoffe doch, die geht's. Die Raptors sind noch basic. Leute, wusstet ihr, dass League of Legends kein 1 gegen 1 Spiel ist? Ich glaube, ich hole mir direkt BT einfach. Scheiß mal GA. Scheiß mal legit erst. Wobei, wenn ich mir GA hole, kann ich mir noch einen BF-Start holen. Okay, kann mir nochmal Portal mit dazu holen. 326 AD, so. Das hat ein Rengar mit 2 Items. Das hat ein Rengar mit fucking 2 Items und ein paar Bonus-Stacks. Was sind das für Thresh-Build? Auch mal ganz interessant. Oh, Boys, wir haben Double. Oh, das Eve-Build gefällt mir. Das gehe ich auch immer. Also, ich hole mir keine Mobi-Boots, ich hole mir CDR-Boots mittlerweile. Dann Lich-Bane und danach halt Dingens, ne? Banshee. Banshee ist sehr gut auf ihr. Also generell, cooler Reaction-Stack ist unglaublich nice auf ihr. Eve, nein. Dann wird sie es überleben. Okay, Leute. Den hole ich mir jetzt ab, okay? Versprochen. Oh! Nein! Er hat mich umplayed! Nein! Oh, warte, wir haben Kassa bekommen. Wait, how did Kassa die? Wait, what? Warum war da Riven? Zack, es krrrr!
Yasuo, Legende! Nein! Nein! Aber ja, Leute, das hier war mein... Ich hab mir gesagt, du nimmst jetzt Yasuo auf, egal wie scheiße es wird, ich ging auch davon aus, dass es scheiße wird, wirst es auf YouTube hochladen, Leute. Ihr habt es euch verdient. Ein letztes Yasuo-Gameplay, bevor die Season endet. Ich hoffe echt, ihr habt noch eure Wunsch-Elo noch erreicht. Ich hoffe, ihr habt die letzte Zeit noch fett durchgegrindet. Aber ja, Leute, ich verabschiede mich da von euch und ich wünsche euch eine schöne Season 8. Haut rein, Leute. Tschüss.